Die Ermittlung der euklidischen Normalform folgt dem immer gleichen Schema. Wir entzerren die Gleichung dieser Quadrik ein wenig. Ich habe sie hier noch ein wenig länger hingeschrieben. Die farbigen Zahlenwerte neu platziert. Die 3, die minus 1, die 3 auf die Hauptdiagonale. Die minus 1 und die minus 1, die vorher mal eine minus 2 waren, verteilt auf die erste Zeile, dritte Spalte und dritte Zeile, erste Spalte. Die restlichen Zahlenwerte, Wurzel 2, Wurzel 2, nehmen die erste und dritte Stelle des Vektors a transponiert ein. Das ist dieser klein a transponiert Vektor. Die Wurzel 2 hier, die Wurzel 2 dort. Die 2, die davor steht, hat systembedingte Daseinsberechtigung, wenn man es mal so ausdrücken mag. Der Rest sieht immer so aus. Das heißt, hier steht immer x1, 2, 3, im dreidimensionalen wenigstens. Hier steht auch x1, 2, 3 als Spalten, hier als Zeilenvektor. Hier hinten nochmal der Spaltenvektor x1, 2, 3 und die 1 ist von der ganzen Angelegenheit auch ziemlich unbeeindruckt. Die bleibt einfach stehen. Das ist die Quadrik in X-Darstellung. So, jetzt kommt der übliche Ablauf. Wir nehmen die Matrix groß A, bilden das charakteristische Polynom, welches gleich 0 zu setzen ist, um die Eigenwerte zu ermitteln. Warum sind die hier grau gedruckt? Weil ich sie gleich, nachdem ich die Eigenwerte und die Eigenvektoren ermittelt habe, neu platziert habe, die Reihenfolge verändert habe. Und zwar schlicht und einfach deshalb, damit die sich ergebenden Eigenvektoren zusammengeschweißt zu einer einzigen Matrix, nämlich der Diagonalisierungsmatrix, F gerne genannt, damit sie in dieser Matrix so platziert sind, dass sich eine symmetrische Matrix ergibt. Das ist nicht immer möglich, aber wenn es möglich ist, lohnt sich dies. Denn dadurch kann man die Rechnung, die man unter anderem durchführen muss, nämlich f transponiert mal a, sehr viel einfacher vornehmen, wenn doch f und f transponiert das gleiche ist. Das heißt, die Matrix, die hier steht, ist gleichzeitig f transponiert. Diese Matrix f ist in der Lage, aus y x herzustellen. Und wenn diese Gleichung ganz oben in die Quadrik eingespeist wird, entsteht eine neue Quadrikgleichung, die automatisch eine Diagonalmatrix mit sich bringt. Auf der Diagonalmatrix stehen ebenfalls automatisch die drei Eigenwerte, die wir gerade ermittelt haben. Wichtig dabei in der Reihenfolge, die man hier gewählt hat. Es gibt insgesamt, was die Matrix F anbelangt, übrigens 48 Möglichkeiten. Und ich habe hier nur eine einzige angegeben. Das muss nicht die beste sein, aber es ist eine Möglichkeit. Warum 48? Das ist eine Aufgabe an euch, auszurechnen, dass das wirklich so ist. Wo kommt dieser Vektor her? Das wird gleich geklärt. Y1, 2, 3, Y1, 2, 3, Y1, 2, 3, wie oben X1, 2, 3. Das ist immer so. Dieser Vektor ist nichts anderes als das, was ich gerade am Rande notiert habe, nämlich ft mal a. Wenn man ft mal a ausrechnet, kommt eigentlich erstmal ein Spaltenvektor raus, den man dann gleich wieder als Zeilenvektor schreibt, indem man das Ergebnis noch einmal transponiert. So, das Ganze, was hier entstanden ist, schreibe ich wieder als normalere Gleichung. Die Zahlenwerte wieder frisch platziert. Das sind diese drei aus der Hauptdiagonalen, die an den quadratischen Elementen y1² bis y3² dran kleben. Und den hinteren Kram rechne ich einfach aus. Das gibt schlicht 4y1, was auch hier in der vereinfachten Form notiert ist. Und die 1 wird die ganze Zeit mitgeschleppt. Hier gibt es ein bisschen aufzupassen. Vorzeichenmäßig möchte man meinen, ich habe hier einen Fehler reingebaut. Das ist nicht der Fall. Die Zeile stimmt, genauso wie diese stimmt, da ein bisschen vorsichtig sein bei dem Umwandlungsprozess. Warum habe ich denn vorgenommen? Damit hinten eine 1 uns erhalten bleibt, die nicht erhalten bliebe, wenn man
diesen Teil mit jenem Teil durch quadratische Ergänzung bearbeitet, da wird nämlich aus der plus 1 plötzlich eine minus 1. Und das will ich nicht. Und deswegen habe ich das Vorzeichen wieder geändert, damit wieder plus 1 entsteht. Und ganz am Ende habe ich dann noch y1 plus 1, y2 und y3 umbenannt in z1, z2 und z3. Und das, was hier steht, also die z-Darstellung der Quadrik, ist die euklidische Normalform. Ja, das müsste es gewesen sein. Ich glaube, grafisch habe ich das vorbereitet. Ich muss mal gerade gucken, irgendwo hatte ich meine Grafik vorbereitet. Ah, da rotiert sie noch. Habe ich gestern oder vorgestern eingetippt. Das ist dieses einschalige Hyperboloid, das wir gerade eben bearbeitet haben. Hier oben habe ich auch beide Versionen eingetippt und man sieht, die sind strukturell nicht wirklich verschieden, also vom optischen her. Die eine ist einfach verdreht gegenüber der anderen und das genau ist dieser Prozess der Hauptachsentransformation. Es sieht so halt doch schicker aus, wenn der Mittelpunkt des Ganzen im Ursprung liegt und nicht so wie hier, wo sich das Ganze irgendwie ein bisschen doof neben dem Ursprung des Koordinatensystems bewegt. So, das war's jetzt wirklich.